Wie ihr in einigen meiner anderen Videos schon erfahren habt, bin ich leidenschaftlicher Victorinox-Sammler. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl der Stücke. Und eines meiner liebsten ist jetzt das Workchamp geworden, weil es halt so viele Funktionen bietet. Hier steht jetzt zwar Rescue Tool drauf, das sind aber nur die Schalen des Rescue Tools. Und meine Victorinox-Familie hat mal wieder Zuwachs bekommen. Und zwar handelt es sich um das Workchamp in der XL-Variante. Und darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim heutigen Video. Diese 111 mm Modelle, die haben es mir echt angetan. Ganz einfach, weil es wirklich, wirklich mächtige Tools sind. Man hat also ordentlich was in der Hand, egal ob man jetzt etwas schnitzt oder schneidet. Das ist schon ein deutlicher Größengewinn gegenüber beispielsweise den 91er Modellen. Und ich denke, der Unterschied ist klar ersichtlich. Und dieser Größenunterschied bezieht sich auf alle eingebauten Werkzeuge, also egal ob es die Zange ist oder auch die Schere, die dabei ist, eine Feile, eine Säge etc. Das ist alles halt um eben 10 und 20 mm größer als wie bei den kleinen Modellen. Und beim Workchamp war es schon so, das war ein Tool, also das habe ich jetzt extra dran gemacht, aber das Workchamp ist schon ein cooles Tool, weil es eine Zange dabei hat, eine Schere, eine Säge, eine Feile und natürlich die Schneide. Das sind so die wichtigsten Tools, die eigentlich dabei sein müssen bei mir, wenn ich ein Tool kaufe. Hier ist alles drin geboten. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es halt das Workchamp XL gibt. Das ist so die Zwischenvariante zum XLT. Das XLT ist ja nochmal, oder XVAT, wie es heißt, das ist ja nochmal eine ganze Ecke größer. Das hier ist schon das Maximum quasi, was ich so empfehlen würde für die Hosentasche, schon arg viel, wenn man das in die Hand nimmt. Das ist also schon ein ordentlicher Brecher. Im direkten Vergleich zum normalen Workchamp sind also nochmal 4 und 5 Layer dazugekommen. Die eigentliche Frage ist jetzt natürlich, was gewinnt man denn an Werkzeugen dazu? Also wir haben nach wie vor immer noch Dosenöffner, wie auch Flaschenöffner bzw. Schraubendreher. Dann haben wir dabei, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts überspringe, dann natürlich die große Klinge ist natürlich dabei. Hier haben wir die Zange, direkt daneben müsste eigentlich die Schere sein. Genau. Dann haben wir hier jetzt zwei Werkzeuge und zwar einmal eine wirklich riesige Feile, eine riesige Säge. Und ich weiß nicht, wer die Victorinox-Modelle kennt, aber das sind beides extrem brauchbare Werkzeuge. Die Säge ist richtig bissig, die frisst sich also quasi schon alleine durchs Holz. Und diese Metallfeile ist natürlich auch außerordentlich praktisch, wenn man zum Beispiel mal bei einer Schraube vorne ein Grat wegmachen muss oder aber auch zwischendurch, um sich mal die Fingernägel zu reinigen. Wirklich perfekt. Hier haben wir dann so ein Hakenwerkzeug, wo ich nicht genau weiß, wofür das eigentlich sein soll. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre eventuell zum Tragen. Das heißt, wenn man hier eine Tasche dran hängt, da gibt es ja normalerweise diesen kleinen gebogenen Haken, wie jetzt beim Swiss Champ beispielsweise. Könnte ich mir vorstellen, dass das hier die größere Variante ist, denn wenn man dann eine Tasche anhebt, vielleicht zum Ziehen von irgendwas, so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Falls ihr es wisst, was das genau sein soll, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, denn ich weiß tatsächlich nicht, wofür es zu brauchen ist. Dann haben wir hier nochmal eine sehr große Wellenschliffklinge. Ich glaube, dabei handelt es sich jetzt um wirklich dieses Rettungstool, weil hier vorne die Kante ist abgerundet. Das heißt, man könnte damit dann zwischen Körper und Gurt eindringen, um dann zum Beispiel den Rettungsgurt im Auto durchschneiden zu können. Und dann haben wir zusätzlich noch hier dieses Tool, wenn man zum Beispiel bei Leder nähen möchte, dann macht man mit der Ahle, die sind hier auf der Rückseite, ein Loch ins Leder rein, kann dann durchgehen durch das Loch, einen Faden durchführen und das Ganze dann so nähen. Jetzt vermisse ich aber tatsächlich eine Klinge und zwar, genau, hier ist nämlich nochmal eine Wellenschliffklinge dabei und da hat es mich etwas gewundert, warum zwei Wellenschliffklingen dabei sind. Und jetzt seht ihr es hier mal direkt im Vergleich. Das hier ist wie gesagt die, wo ich mir denke, dass die für den Rettungsgurt geeignet ist. Wobei, wenn ich mir die anschaue, die ist hier vorne auch abgerundet, sind halt nur verschiedene Zahnungen. Also hier sind wesentlich mehr Zähne auf der Fläche als wie jetzt hier. Beide sind natürlich rasiermesserscharf. Auch hier würde es mich mal interessieren, warum da zwei verschiedene Wellenschliffklingen eingebaut worden sind. Vielleicht kennt ihr dazu die Antwort. Wie gesagt, bei einem bin ich mir ziemlich sicher, es ist für den Rettungsgurt gedacht. Warum die zweite Variante? Denn zum normalen Schneiden ziehe ich eigentlich immer die normale glatte Klinge vor. Vielleicht ist das auch eher dafür gedacht, um Outdoor vielleicht so Feathersticks besser machen zu können, weil wenn man die so runterreibt. Aber ich will da jetzt nicht irgendwelchen blöden Quatsch daherreden. Falls ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne sagen.
Natürlich ist auch hier wieder der Schraubendreher dabei, beziehungsweise der Korkenzieher. Und auch hier ist es so, wir haben hier auf der Rückseite eine Ahle und eine Ahle. Also hier sind wirklich zwei Ahlen auf der Rückseite verbaut. Es sind auch meiner Meinung nach beides absolut die gleichen. Und auch hier verstehe ich nicht, warum hat man hier zweimal die gleiche Ahle eingebaut. Es wäre doch viel cooler gewesen, wenn man hingegangen wäre und hätte hier nochmal ein anderes Werkzeug eingebaut. Denn was mir als allererstes aufgefallen ist, es fehlt der Kreuzschraubendreher. Der ist halt bei dem normalen Workshamp auch nicht dabei. Bei den kleinen Modellen wie zum Beispiel Swisschamp oder Cybertool ist der natürlich dabei. Man gibt dem Messer den Namen Workshamp und hat noch nicht mal einen Bithalter dabei. Natürlich muss es noch den Unterschied geben zu dem deutlich größeren, wie heißt es jetzt, XALT oder so. Aber für ein Victorinox, was 150 Euro kostet normalerweise, hätte ich jetzt schon erwartet, dass das wirklich, wirklich richtig durchdacht und richtig perfekt ist. Ich meine, es ist ein cooles Messer. Victorinox baut einfach übertrieben gute Messer. Aber hier fehlt mir wirklich zum Beispiel dieser Bithalter vom Cybertool L. Das wäre halt nochmal eine richtig geniale Lösung gewesen. Dafür hätte man von mir aus auch auf eine von diesen beiden Wellenschliffklingen verzichten können. Schade ist halt auch, dass der Kreuzschraubendreher nicht dabei ist, dieser Phillips-Kreuzschraubendreher. Vielleicht hätte man den, aber ich glaube, das geht nicht, dass man den auf der Rückseite einbaut, weil der halt so tief ist. Der hätte also auch hier vorne einen Schacht weggenommen. Gut, wenn man dann den Bithalter dabei gehabt hätte, könnte man auch auf diesen Kreuzschraubendreher verzichten. Aber was ich absolut nicht verstehe, ist, warum hier auf der Rückseite zwei identische Ahlen eingebaut worden sind. Im direkten Vergleich ist das Workshamp schon eine coole Sache, das Workshamp XL. Es macht ein bisschen so den Eindruck, als hätte man einfach versucht, irgendwas dazu zu bauen. Die eine Wellenschliffklinge, beziehungsweise dieser Gurtschneider, finde ich sehr, sehr cool. Aber der Rest, naja, ich weiß nicht. Also hier dieser Haken, wo ich mir überhaupt nicht erklären kann, wofür der gut sein soll. Ob man das braucht, naja, sei jetzt mal dahingestellt. Die zweite Wellenschliffklinge bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob man das zwingend braucht. Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, eines von den beiden zu kaufen, muss ich tatsächlich gestehen, dass ich mir das normale kaufen würde, was ungefähr bei 70, 80 Euro liegt im normalen Handel. Denn für fast das Doppelte vom Preis bekommt man meiner Meinung nach nicht wirklich einen tollen Mehrwert. Es ist ein cooles Tool, will ich gar nicht abstreiten. Man hat sehr viele Werkzeuge dabei, natürlich auch immer dabei Zahnstocher und Pinzette. Bei den 111er Modellen gibt es, soweit ich weiß, keinen Kugelschreiber wie bei den kleinen Varianten. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, sind diese Rescue-Tool-Schalen draufbauen. Ich mag es einfach, wenn das so nachtleuchtende Schalen sind. Das habe ich bei meinen kleinen Varianten auch. Die habe ich mir selber gedruckt. Ich kann das mal kurz zeigen, wenn ich mal die Lichter hier ausmache. Vielleicht reicht das schon von der Helligkeit, dass man da etwas erkennen kann. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass es nachleuchtet. Vor allen Dingen diese Original Rescue Tool Schalen, die sind natürlich richtig stark, aber auch hier dieses Neongrün. Man sieht ja schon deutlich, dass es leuchtet. Es ist halt hier im Raum trotz ausgeschaltetem Studiolicht immer noch so hell, dass der Effekt halt nicht zu 100% rüberkommt. Aber ich denke, man kann es grob erahnen. Wenn ihr solche Hüllen bzw. solche Schalen einmal selber tauschen wollt, das ist eigentlich ganz easy. Ihr braucht bloß hingehen und die Schalen in warmes Wasser reinzulegen. Ich würde sagen, so bei 50, 60 Grad. Was wichtig ist, wenn ihr das Wasser zu heiß macht, also viele machen das einfach im Wasserkocher, dann kann es passieren, dass sich die Schalen verbiegen und zu weich werden. Dann müsst ihr auf jeden Fall hingehen und das mit Schraubzwingen festmachen. Das heißt, hier beispielsweise ein Buch auf beiden Seiten und mit der Schraubzwinge dann richtig quetschen, dass das auch wieder richtig gerade anliegt. Achtet lieber darauf, dass das Wasser gar nicht erst so heiß ist. Wie gesagt, meiner Meinung nach reichen bereits 60, 70 Grad, dass das Wasser, dass sich die Schalen nur minimal ausdehnen. Und dann kann man hier hingehen, einfach die Sachen ausbauen, die man nicht braucht. Auch hier könnte man natürlich hingehen und sagen, ich erhitze mir das Ganze erstmal, damit ich halt die Schalen besser runterbekomme. Man möchte die ja auch nicht beschädigen. Aber generell ist es so, man kann hier mit dem Messer reinfahren, wenn man nicht so blind ist wie ich. Und dann kann man das so aufhebeln. Und wenn das aufgehebelt ist, dann kann man zur Mitte hingehen und sich immer Stück für Stück weiter durcharbeiten. Es gibt halt diese drei Nieten. Man sieht es hier 1, 2, 3. Ihr hört es am deutlichen Klacken, wenn das sich gelöst hat. Dann kann man einfach mit dem Messer dazwischen reinfahren zur nächsten Niete. Insgesamt gibt es halt drei, 1, 2, 3. Und auch da dann einfach weiter nach vorne klicken, bis ganz nach vorne. Und wenn ihr dann da angekommen seid, ist das Schlimmste schon geschafft. Und die Klinge springt dann, die Schale springt dann von alleine runter. Das gleiche dann natürlich auch bei der anderen Seite machen. Und
Die Schalen, die ihr eingelegt habt, in das warme Wasser, lasst die ungefähr so, ja, ungefähr 5 Minuten da drin und dann könnt ihr die wunderbar einfach draufklippen. Und das Tolle ist, die Schalen werden dadurch nicht beschädigt. Vor allen Dingen die alten Schalen werden nicht beschädigt. Die kann man also dann später wieder draufbauen, falls man die anderen Schalen satt ist. Und die neuen Schalen, die ihr gekauft habt, die lassen sich wunderbar aufsetzen. Eben, weil sie etwas erhitzt worden sind. Dann einfach ansetzen, beiden Seiten natürlich. Und dann zusammendrücken. Das wird jetzt nicht gehen, weil ich die halt nicht heiß gemacht habe. Richtig schön fest zusammendrücken. Und am Ende könnt ihr es sogar auf den Boden legen und euch nochmal draufstellen. Wirklich, damit es richtig einrastet. Und dann ist das Ganze auch wieder bombenfest. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ich muss kurz heißes Wasser machen und dann machen wir die Schalen noch schnell drauf. Eine kleine Korrektur an der Stelle, weil ich es jetzt gerade gesehen habe. Das ist, wenn man halt ein Messer bekommt und sich eigentlich gar nicht genau damit beschäftigt. Ich, Vollidiot, habe natürlich tatsächlich die Kreuzschraubendreher übersehen. Ich habe mich schon gewundert, warum hier keine Kreuzschraubendreher dran sind. Das Problem ist, die liegen unter der Zange bzw. unter der Schere. Man klappt die zuerst aus und dann kommt hier auch dieser Phillips-Kreuzschraubendreher raus, beziehungsweise diese verlängerte Variante mit einem etwas kleineren Kreuzschraubendreher. Und ja, okay, mein Fehler. Wie gesagt, ich entschuldige mich dafür. Ist ein bisschen versteckt gewesen. Mit etwas genauerer Auffassungsgabe hätte man das schneller gesehen. Damit ist das schon ein ziemlich cooles Tool. Die Kreuzschraubendreher, die werten es also nochmal deutlich auf. Auch wenn nach wie vor die Frage ist, warum hier zwei Ahlen auf der Rückseite sind. Aber so hat man jetzt auf jeden Fall schon mal ein ziemlich geiles Werkzeug zur Hand, was auch wirklich sehr komplett ist. Nach wie vor liegen meine Schalen hier im heißen Wasser drin, gerade mal seit etwa 2-3 Minuten. Jetzt gleich können wir die auch schon drauf machen. Wir warten aber noch ganz kurz, damit sich auch die andere Seite noch komplett ausdehnen kann. Und dann sollte das eigentlich problemlos aufgesetzt werden können. Wenn es dann soweit ist, die Schalen einfach rausholen, abtropfen, eventuell hier auf so einem Tuch nochmal abtrocknen. Wenn da etwas Restfeuchtigkeit bleibt, ist nicht ganz so schlimm. Das verdunstet dann. Darauf achten, dass die Schalen richtig herum und auf der richtigen Seite drauf sind. Und wie gesagt, ihr könnt dann tatsächlich, das war also kein Scherz, legt es einfach auf den Boden, stellt euch drauf oder falls ihr die Kraft habt, könnt ihr es auch einfach so zusammendrücken. Und das war's. Das warme Wasser wird jetzt nicht mehr benötigt. Die Schalen sitzen drauf. Gleich wenn die abkühlen, werden die sich halt perfekt wirklich an das Messer anschmiegen. Falls ihr jetzt merkt, ah okay, da hat es irgendwo noch nicht richtig eingerastet, dann könnt ihr auch das ganze Messer natürlich ins heiße Wasser reinlegen. Da müsst ihr aber dann später dann die einzelnen Elemente alle wieder rausholen, das alles trocknen und im Nachhinein nochmal ölen, beispielsweise mit Maschinenöl bzw. Kriechöl. Ja, und schon haben wir auch das Workchamp XL in einem coolen Outfit. Die beiden zusammen machen sich unheimlich toll. Die alten Schalen nicht wegwerfen, einfach aufbehalten. Schauen wir mal, ob der Zahnstocher noch ganz normal reingeht. Das passt, wie auch die kleine Pinzette. Das war meine Vorstellung vom Workchamp XL. Wie gesagt, verzeiht mir bitte den Fehler, dass ich halt tatsächlich die Kreuzschraubendreher übersehen habe. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ansonsten wisst ihr, was alles dabei ist. Ich denke, es ist ein ziemlich cooles Tool. Man muss halt schauen, ob man das Gewicht wirklich mit sich herumtragen möchte, weil alleine das Workchamp, also das normale Workchamp, das klassische hier, das hat schon ein ordentliches Gewicht, aber man hat halt eine große Klinge dabei. Finde ich unheimlich praktisch. Das hier ist vom Gefühl her 70% nochmal obendrauf, also nicht ganz das Doppelte, aber man merkt schon, dass es wesentlich schwerer ist. Und dieses XALT, XVLT, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das ist von der Größe her ungefähr so, vielleicht sogar nochmal ein paar Layer außen dran. Ich habe das mal im Shop gesehen. Ist halt auch cool, aber bevor man halt so ein Riesenmesser mit herumschleppt, ich glaube, da ist selbst das hier schon das absolute Maximum. Das, wie gesagt, um die 140, 150 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Das hier kostet 70, 80 Euro. Hier ist halt die Wellenklinge dabei. Was man natürlich auch holen könnte, das habe ich ja in einem anderen Video schon mal vorgestellt, wäre halt das Victorinox Swiss Tool, was halt so auf dieser Leatherman-Art basiert, das heißt mit dieser großen Zange, die man aufklappt, beziehungsweise dann sind die Werkzeuge da dran. Da hätte man auch Wellenklinge, normale Klinge, halt eine sehr, sehr gute Zange dabei. Säge und Feile ist auch ein sehr cooles Tool. Und bei den beiden hier muss halt jeder für sich selber entscheiden, lieber die kleine Variante oder die große Variante. Das war die Vorstellung vom Victorinox Workchamp XL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das mit den Schalen hat meiner Meinung nach wirklich gut geklappt. Sie liegen halt sehr, sehr schön an. Die Werkzeuge, Pinzette und Zahnstocher sind auch drin. Man muss halt darauf achten, was mir jetzt gerade noch einfällt, die normalen Schalen, die sind etwas dünner als wie die Rescue-Tool-Schalen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Da ist also nochmal ein halber Millimeter drauf und deswegen ist der
der Zahnstocher von der Tiefe her etwas versetzt, genauso wie die Pinzette auch, weil die natürlich hier auf das Tool ausgelegt sind. Wer das korrigieren möchte, kann sich einfach irgendwo bei irgendeinem Kaufhaus diese Tools nachbestellen, Zahnstocher und Pinzette für das Rescue-Tool. Und dann bekommt ihr die halt mit einer etwas größeren Nase, dass ihr die leichter rausziehen könnt. Mich hat das eigentlich nie gestört, beziehungsweise ich mache meistens die Pinzette zuerst raus und schurbel mir dann so den Zahnstocher raus. Aber die beiden Tools, die kosten, glaube ich, um die 2 €, wenn man sie zusammenkauft. Also kein Ding. Das war das Video zum Workchamp XL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.